4 Leute in die Mitte und gucken auf jede Wand. Dann wissen wir wenigstens, wo der Ausgang ist. Oh. Okay, wo ist jetzt jeder? Ja, von vorne wieder. Es ist Tetris. Haben die verschiedenen, also bei zum Beispiel im ersten steht 2x A. Hat das was zu bedeuten? Oder nein, damit nichts. Hat nur mit dem Endrätsel zu tun. Ja, aber... Warum muss man da 2x A schreiben? Da runter. Oder was? Ich hab mich noch ein bisschen in der Pyramide umgesehen. Das erinnert mich gerade ein bisschen an die Lavandia-Musik. Mann, stopp mal! Lost Edge Game hat das erste, glaube ich. Oder? Welches Lied ist jetzt? Ja, das erste. Wo hat sich was geöffnet? Okay, das ist ja das Rätsel. Lost Edge Game, Endgame hat das erste jetzt. Den ersten. Okay. Also ich würde mal sagen, dass wir uns alle mal in eine Ecke stellen und nacheinander versuchen, die Kombination herauszufinden. Wo bist du, Angel? Ja, hab ich. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Eben. Ich glaube, die habe ich hier irgendwo an der Pyramide gesehen, oder? Ja, genau. Ich würde so machen, dass wir nacheinander immer eine Druckplatte ausprobieren und schauen, wann der Pisten das nächste Mal reagiert. Ja. Genau durchtesten, ich dachte. Ja, deine Endkartenmelodie. Man kann schlecht Melodien hören, wenn alle durcheinander reden. Nee, war's nicht. Oh. Also ich würde ja sagen, dein... Ich würde ja sagen, dein Outro. Cool, mein Gamer, hilf mal. Das Intro, das ist wirklich eine gute Idee, das könnte es wirklich das sein. Das Outro ist die Bilder von Kevin MacLeod. Ja, ich weiß sogar die Noten. Ich kenn's nicht, ich halt mich da raus. Bilder. Ich halt mich da raus. Okay, wer von euch kann Noten lesen? Warte kurz, geht man nicht auf Druckplatten, ganz kurz, stehen bleiben. Geht doch mal alle kurz von den Druckplatten runter. Wer von euch kann Noten lesen? Ihr könnt von oben zugucken, ne? Ja, Glück, dass er im Game-Mode ist. Komm mal nach unten, keine Chance gehabt, Alter. Alter. Gibt's nicht irgendeinen Hinweis? Ich hol mir ein Dia-Schwert! So, dann stell dich hier in die Röhre, Steven, damit du nicht im Weg stehst. Helft mir, der will mich vergewaltigen! Ach, das werdet ihr mir gerade nicht glauben. Das hat keinen Stil. Da ist eine Spinne in meinem Fernseher drin. Hinter dem Glas. Geil. Ja, weißt du, was zu tun ist? Mein Fernseher kaufen. Was hast du gemacht? Warum ist da noch? Sonst geben wir einen kleinen Tipp. Ich höre ja nicht mal was. Karten drücken. Ja, ich... Wie gesagt, ja. Ich hätte ja dein Outro geschätzt, aber ich... Da ich eben nicht hinterhergekommen bin... Ah, okay, dann... Eben, darf ich einen... Herren Tipp geben? Die Koordinaten laufen. Ja, genau. Buddy, böse. Mach du, Steven. Leute. Okay, wir haben jetzt zu meiner Hilfe. Ich glaube, ich soll... Warte, was ist ein Tempel? Mario! Super Mario! Es sind zwei Leute da. Ich bin unten drin. Natürlich! Ganz klar! Oh Gott! Hallo, ich würde gerne wieder rauskommen. Wie kommt man auf so eine Idee? Na, ich könnte, also ich bin jetzt gerade in der... Ich kenne, sind war nämlich auch ziemlich faul, also... ich hatte nicht so Lust, viele Dinge also zu kombinieren. Ich würde jetzt spontan an Portal denken. Wir haben doch schon längst das Lied. Mario. Oder welche Melodie von Mario? Ja, ich warte, wenn er... Ein kurzes Lied. Vielleicht, wenn er stirbt, die Out-Melodie. Mäßig.
Ich bin so unfair. Ich bin so ein riesen Mario-Fan und mir fällt die Melodie nicht ein. Welch könnte das sein, Alter? Fail. Hör auf den YouTuber an. Also... Und der Teil... Kann man sagen, was man in der Schaltung gesehen hat? Ich weiß ja nicht, wo die einzelnen Platten sind. Ja, aber ich kann... Multischaltung. Darf ich eine Sache verraten, die vielleicht zur Verwirrung ist? Ich habe nur gesehen, dass einzelne, welche Pistons bewegt wurden. Aber ich weiß nicht, welche Druckplatte das bewirkt hat. Geht mal. Hey. Das hilft euch echt nicht weiter. Manche gar nicht angeschlossen waren. Holzblöcken, die an der Wand sind, vielleicht zu tun haben, vielleicht? Nee, das ist doch nur dieses Mario East, also dieser Mario-Tipp dann mit den Röhren und den... Mhm. Ach, das sind hier, sollen hier die Röhren sein? Leute! Ich hab mich gewundert. Leute, wie wär's, wenn wir das einfach so machen, weil wenn jeder durch die Gegend tupft und auf die verschiedenen Druckplatten drauf, das bringt dann eher nichts. Ja, ich weiß. Und wie wär's, wenn jetzt einfach mal einer runtergeht und das probiert und dann der nächste? Ich weiß, das dauert dann lange, aber... Es geht schneller, als wenn wir hier kreuz und quer hören. Genau. Also ich habe ja meinen Ingame-Sound nicht an und ich kann ihn auch nicht einschalten, also kann ich da wohl nicht besonders helfen. Also cool, man kannst du den nicht einschalten. Es ist kompliziert. Steven weiß, was es kompliziert ist. Komm her! In unserem Mario. Okay, Außer ist da oben was drauf. Okay, Leute, kommt mal alle rauf, dann suchen wir aus, wer als erster runtergeht. Ich bin für Bloody Gamer. Alter, bei wem war das Laute da? Da bin ich schon weg. Wo haben wir? Sag mal bis 50. Das ist nicht Ground Theme? Okay, ich hab's, glaube ich. Okay. Doch, ich mal kurz. Es wurde schon gesungen, aber es war auch viel Zeit. Also, Steven, Frage. Wurde es oft gesungen oder selten gesungen? Das sagen wir nicht. Schade. Alter Helge, Tero, geh nicht auf die Druckplatten. Ich suche gerade nur die richtige. Wahrscheinlich ist Moment, genau das Klassik. Kann ich mal probieren? Dann. Warte mal. Steven. Geht die Message-Funktion? Also MSD. Schreiben. Ja, ich. Okay, warte mal, ich musste nämlich mal was fragen. Oh, scheiße. Warte mal. Geht mal von den Druckplatten alle runter. Ich will mal probieren. Dann bringt es rein gar nichts. Okay, Leute, wer will probieren? Nee, ich möchte mal probieren. Okay, jetzt geht jeder mal hoch bis auf... Die hier hören sich richtig. Ein Waffen, okay. Wo bist denn du? Hoch! Hier und die hier. User in your channel timed out. User entered your channel. Genau. Okay, danke. Musste nicht mal, also ich hab grad mal über Teamspeak was geschickt, ja, da sind ein paar Mario-Songs dabei, vielleicht ist ja einer von denen dabei. Also vielleicht ist ja... Das glaub ich ja nicht. Danke. Ja, war ich schon da, aber versuch was wert. Ja. Aber ich würde schon mal raten, was das ist, weil das ist das Bekannteste und... Ja, und das ist auch Steven? Eines der wenigen... Alter, und außerdem ist es ja einfach. Ich hab's ja eben gesagt, man soll sich hier gut umschauen. Wollt ihr doch probieren? Ich hab so eine Vermutung, aber ich lass sie erstmal machen. Ja, aber wir haben das schon. Ist ja dann, ist eigentlich nur die Reihenfolge, die dann... Also wer geht denn jetzt eigentlich immer auf die Druckplatten? Die denn machen? Keine Ahnung, ich stehe immer am Rand. So ein Troller, der nicht wirklich gut machen will. Ich hab warte mal, ich mach mal das, was Bloody Gamer gemacht hat, das hat nämlich schon ganz gut funktioniert. Wer hat Glas zerstört? Scheiße, wie geht nochmal weg? Wer hat da oben Glas zerstört? Keine Ahnung, ich hab gerade so Glas hier. Nee, das stimmte nicht. Ah, ich kann mir nur wissen. Das Dungeon nicht für Mario. Was? Okay. Da wo alle am Boden stehen. Die beiden hier hören sich. Ich werde dafür, dass wir erstmal schauen, welcher
welche Note den Anfang bildet. Dann ist es nämlich relativ einfach zu bestimmen, welches Lied es ist. Achso, ja, gut. Ja, das ist sehr schwer, wenn man so goldene Ringe oder oben drauf sieht. Das ist ein Spiel, wo man wirklich mit den Notenblöcken was machen kann. Ich glaube, Bloody Gamer hat's. Ja, ich denk mal. Ja, lass ihn mal kurz machen. Jetzt wird es doch der dritte Ton. Okay, kann bitte mal irgendwer den Glasblock da wieder hinsetzen? Wo? Ja. Da, wo alle stehen. Am Boden. Da. Wusch. Ja. Danke. Ja, es war ja nicht so tief. Oh, ich wollte jetzt den Boden wegmachen. Wäre auch echt clever, wenn ihr die Druckplatten ganz lasst. Nur so ein Hinweis. Na, das ist jetzt... Ist, nee. Okay. Das war zu tief. Das war mehr, glaube ich. Wäre da eine Wecke... Das wäre dumm gewesen. Bisschen. Das hört sich echt richtig an. Ich sag gerade noch... Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Also ich gebe euch mal einen Tipp, den könnt ihr eigentlich nicht gebrauchen, den Tipp, aber ihr solltet nicht auf die Pistengeräusche hören, wir verarschen euch da ein bisschen. Ah, okay, dann ist meine Frage auch beantwortet. Es kommt immer ein Pistengeräusch. Weil ich, das habe ich vorhin gesehen, als ich in der Schaltung war, deswegen habe ich nachgefragt. Moment, ich schreibe das nicht. Alter, wie gemeint ist das eigentlich? Der Blitz sagt doch schon mal alles, was wir... Das hatte ich vorhin in der Schaltung gesehen, deswegen hatte ich nachgefragt. Weil einfach irgendwie alles mit einem Pissen verbunden war. Es muss ein Halbton kommen. Halbton. Oh, komm, ey, bitte nicht mit Musik, damit können wir nichts anfangen. Deswegen haben wir gesagt, das wird ein längeres Rätsel. Ich könnte zwar was mit anfangen, aber wie gesagt, Ingame-Sound ist bei mir nichts. Ja. Dann bist du ja im falschen Rätsel. Die Boss, aber... Ich hab dich davor noch gefragt, ob ich's brauch. Gibt's nicht so viel, also wenn ihr die ganze Zeit redet, können wir unten auch nichts hören. Bloody Gamer? Ja. Bloody Gamer macht das nochmal, also düm. Echt dann einfach nochmal von Tür holen? Bloody Gamer hinter dir? Was ist wie geil. Der hier mal? Hätten wir nicht irgendwie Noten oder sowas hier hinschreiben können, dass wir das wenigstens sehen können, weil welche Note ist? Es ist einfach hören. Ich kann nur teilweise nur lesen. Ich spiele auch meistens nach Gehör. Ja, auch überhaupt beim Notenlesen, auch wenn man es cool spielt, man meistens nach Gehör. Okay, ich muss nochmal. Das ist ein tiefer Ton. Zu tief. Liebes Tagebuch. Tag Nummer 3428. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Scheiße. Uns geht die Vorrede aus. Warte mal, Vollmaster, warte. Wir müssen, bin ich gestorben oder was ist mit mir passiert? Steven, komm doch mal über die Ecke mal kurz runter und zeig den Leuten wenigstens mal die Schaltung. Kann man im Video. Also im Video nur. War ganz simpel, aber wir haben sowas zu sehen. Das besser als ein paar Chaoten. Teleportier dich einfach zu mir. Steven, bevor du es machst, hier oben ist ein Loch. Steven, hier oben ist ein Loch. Nein, Steven. Hier. Ja, gerne, wenn ich ein Buch hätte. Und Bloody, du kannst auch reden. Au! Teleportier dich zu mir. Ist zwar nicht viel. Ja, warte. Mann, ich! Warte. Das hört sich nicht nach dem Anfangston an. Der ist zu tief. Der ist tief. Mann, ey. Hier, Bloody, dein Buch. Teleportier dich schon einfach zu den Leuten hoch. Steven, ich sag, der hier ist es. Der dass ihr das gelöst habt, bin ich ein bisschen in der Frischluft. Steven, ich sag, der in der Mitte ist es. So, wo sind wir hier eigentlich? Moment. Da hinten? Sicher?
Ja, stimmt. Oder was der hier? Nee. Ja, stimmt, das ist der Anfangston. Schön, dass hier schön, dass die Entwickler nicht mal selber die Melodie kennen. Okay. Die Melodie kennen wir. Wir wissen noch nicht genau, wo die Druckplatten sind. So ungefähr. Oh, gut. Ich glaube, da kommt immer jemand mit einer Druckplatte irgendwie. User entered your channel. Steven? Geh da mal, okay? Einen etwas tieferen? Ich weiß nicht, wie lange die Platte latscht. Ein Bloody Gamer auf der Flucht. Das sieht so geil aus, einfach ein Bloody Gamer auf der Flucht. Oh, nett. Alter! Wir haben drei mit so einem Lob, mit so einem Hyping, das glaubt ihr gar nicht. Was macht denn Merlin da? Ich versuche dir zu helfen, aber in Ordnung. Entschuldige. Da ist... Nein, das ist zu... Das und wie gesagt, wenn hier die Tore offen sind und jemand hüpft auf den Musikblock, dann ist wieder zu. Hören tun? Wir brauchen einen Halo, du Halo-Krieger. Haben diese Glowstones hier oben irgendwas zu bedeuten? Nein. Nein. Echo. Ich hab schon nachgefragt. Warum ist denn da einer, der so gescheppt ist? Ja, da ist einer so alleine. Ja, verstehe ich auch nicht. Steven, was hast du da getan? Deckenbeleuchtung. Deckenbeleuchtung, ja, Mob. Sieht ja voll furchtbar aus. Das hab ich gar nicht gesehen. Das ist unsymmetrisch. Das geht so nicht. Ja, das ist toll, echt nicht schön. Kleine... Weißt du, da es unsymmetrisch war, habe ich auch geguckt, könnte jetzt damit zusammenhängen. Ja, yes. Asymmetrie lasse ich hier nicht dulden, außer es ist komplett durcheinander. Also wenn ihr dann weiter labert, können wir unten nichts hören, ne? Oder Jagd hat ein Rote, kannst du da oben eins setzen, wenn du eins hast? Nee, der ist zu hoch. Oh Golem, der ist zu hoch. Der passt nicht. Werde von meinem Stock geschlagen werden. Oh. Das ist wirklich der beste Platz für einen Minecrafter. Also, ich hätte eine Idee, denke ich mal. Ich würde sagen, ich denke mal, dass wir die Musik mal spielen sollten und wenn was falsch ist, einfach verbessern und dann weiterspielen. Zählt ja jetzt nicht, dass es genauso ist, halt nur, dass wir wissen, in welcher Reihenfolge ungefähr. Damit ja, wir heute noch fertig werden wollten, dann müssen wir 7 Noten auflösen. Das sind 7 Töne. 7 Druckplatten brauchen wir dann. Okay, Steven, und 4 sind die auf jeden Fall. 7 Minuten würde ich auflösen, weil... Wir sind die, wo ich stehe. Wir haben Sonder und lange würde ich nicht machen. Und ich glaube, ich muss schon wieder eine neue vorholen. Ich würde sagen, 16 Uhr würde ich auflösen. Ja, hört sich vernünftig an. Genau. Okay, dann zu... Warte. Ich habe eine Idee, warte mal. Welche Töne sind denn jetzt die richtigen? Dann könnte ich die doch markieren mit den Holzbrettern, die ich aufgesammelt habe, wenn es geht. Schön. Nein. Dann die Platten, ne? Wie oft du sie hüpfen musst, musst du selbst herausfinden. Hoch. Wenn sich zweimal die gleichen gedrückt werden, dann eher... Resti ist oben! Moin, moin, Resti! Moin. Junge, wer hat diesen Störsound? Ich mach lieber mal eine neue Folge. Rasierer aus! Nein. Ich weiß nicht, ob das ein Rasierer ist. Mann, Billy. Danke. Ihr Lost Endgames, Fusion? Bloody Gamer will seinen Keks, schnell! Tag 209, für der Teilnehmer ist verhungert, wie wissen sie gerade? Kannst du mich gerade mal wieder rein teleportieren? Mach slash spawn. Vielen Dank. Die hier?
Ja, das ist die nächste. Jetzt brauchen wir einen ganz tiefen Ton. Ach, wir können ja keine Blöcke setzen. Man darf nicht setzen. Nee, das die anderen wissen schon, wo es rausgeht, ja. Dann lege ich, dann baue ich hier ein Boot, aber nicht reinsetzen. Aber okay, das Boot sozusagen die nächste Druckplatte. Wir müssen einen tiefen Ton finden. Neben kannst du hier einen Block hinsetzen. Das ist unsere Tiefe. Ja. Geil, das war unser dritter Ton. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Und wir können ja keine Blöcke setzen. Was? Wo? Wo? Hier. Wo ist der vierte? Wo? Wer hat es gesagt gerade? Eigentlich? Nee, der ist zu tief. Warte. Okay, warte mal, ich spiel mal. Ey? Hört mal auf, fallen lassen. Ach, Gladi. Okay, wir brauchen einen. Jetzt will ich noch einen Keks. Klar, gib mir Interesse, ich schick den Keks. Okay. Gib mir jemanden mit. Weil, Leute, ich hab mir. Warte, ich glaub, das klappt. Warte. Wer von euch hat Lust auf russisches Roulette mit Pfeil und Bogen? JP, hast du Reste? Ich hab sie dir in Skype geschickt. Quatsch, nee, der hier. War's der? Der hier. Ach, versuch mal den hinten in der Ecke. Kekse! Der hier? Warte mal, ganz kurz. Der hier könnte sein. Okay. Okay, alle bereit. Okay, bereit? Okay, Ja! Jawoll! Ja! Läuft bei euch! Jo! Jawoll! Warte, das Wort. Was sind denn das für... Was sind das für Gänge? Der Architekt Alter, gehört gefeuert! Ja, ich kurz! Warte! Und? Hab ich auch geschrieben, Leute. Ich muss mal einer aufschreiben. Einfach um euch zu ärgern. Ihr seid super ärgerlich.